Gehe ich kurz ein auf Darm und seine Flora als kurzer Basis für den Vortrag, dann auf Neurodermitis, dann auf Schuppenflechte und natürlich ganz wichtig auch auf ganzheitliche Diagnosen und Lösungen. Jetzt haben Sie natürlich auch alle ein spezielles Interesse an diesem Vortrag und deswegen würde ich Sie kurz fragen, und das werde ich jetzt mal über meine Abfrage machen, welches Thema Sie eigentlich mehr interessiert? Neurodermitis, Schuppenflechte oder beide? Weil wenn alle sagen, ja, mich interessiert eigentlich nur Neurodermitis oder nur Schuppenflechte, dann würde ich auch nur eines der Themen machen. Genau. Sie es haben. Genau. Ich hoffe, dass Sie können diese Anfrage sehen. Genau. Beide. Perfekt. Okay, also die meisten wollen nur Neurodermitis, aber auch einige beides. Deswegen machen wir doch dann beides. Wunderbar. Super. Vielen Dank. Also, wir fangen doch mal an mit dem Darm und seiner Flora. Ganz kurze Einführung und die meisten kennen natürlich auch den Darm. Aber ich möchte hier ganz kurz auf diesen Charts mal vorstellen, okay, was ist denn wichtig vom Darm und inwiefern ist es dann nachher auch wichtig für die Hautkrankheiten? Genau. Und wie gesagt, zögern Sie nicht, wenn Sie Fragen haben, einfach in dem F und A drauf tippen und Frage einschreiben. Also, den Darm, Sie kennen sicherlich, ist ein ziemlich riesen Organ von fast 8 Metern. Der Dünndarm, das ist immer so schön, das Durcheinander hier, diese 4 bis 6 Meter. Und dann zusätzlich noch hier der Dickdarm, schön säuberlich drumherum gelegt mit 1,5 Metern. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle ist, okay, ja, wusste ich, das ist doch klar. Ich finde das immer noch wichtig, sich zu verdeutlichen, wie groß ist eigentlich die Oberfläche des Darms. Ja? Und sie ist 400 bis 500 Quadratmeter groß. Also groß wie 2 Tennisplätze. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil Sie sehen hier, Verbindung zur Haut, es ist 100-mal so groß wie die Hautoberfläche. Ja? Und man denkt eigentlich, okay, ich sehe große Fläche, müsste eigentlich das Größte sein. Aber die Darmoberfläche, ja, ist 100-mal so groß wie die Hautoberfläche. Und das ist doch überwältigend. Und das ist so wichtig, weil wenn es der Darmschleimhaut nicht gut geht, geht es oft der Haut auch nicht gut oder anderen Schleimhäuten im Körper. Und hier zeige ich Ihnen mal kurz, wie man eigentlich von einem Darm von kurz knapp 7 bis 8 Meter auf eine Oberfläche von 400 bis 500 Quadratmeter kommt. Sie sehen hier oben meinen Durchschnitt vom Darm. Sie sehen, überall hat es da so die kerkringischen Falten in dem ganzen Darm. Hier ist mal eine kerkringische Falte aufgeschnitten. Sie haben hier die Außenwand vom Darm und das ist so die kerkringische Falte. Und Sie sehen hier, das vergrößert die Oberfläche schon mal ums Dreifache. Aber es geht weiter. Überall haben Sie die Krypten und Zotten. Die vergrößern das Ganze ums 14-fache. Und ums 40-fache vergrößert wird das durch die Mikrovilli. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept. Sie sehen hier mal eingezeichnet, also hier mal ein Stück einfach rausgeschnitten und vergrößert. Ja, und das befindet sich sozusagen überall entlang der Krypten und Zotten. Und zwar hat es dann hier diese Mikrovilli. Ja, das ist so wie ein, ich sag mal, 5-Tages-Bad oder so. Und dann, die sind auf diesen Enterozyten, das sind die sozusagen die Bausteine der Darmschleimhaut. Ja, also hier hätte man dann den Stuhl und wenn es dann hier durchgeht, auf der anderen Seite haben sie das Blut und sämtliche Verbindungen zum Körper. Ja, und diese Struktur hat es überall auf der Darmschleimhaut als Oberfläche. Das, was wir bei der Darmspiegelung sehen, ist hier oben die groben Strukturen. Wie geht es denn da? Wir sehen aber nicht, wie geht es den Mikrovilli und vor allen Dingen, wie geht es diesen Verbindungen hier? Und darauf kommen wir nachher nochmal drauf, als einer der Entstehungsursachen von Hautkrankheiten. Genau. Das mal zur Anatomie des Darmes. Ich mache mal kurz weiter. Was macht denn so ein Darm eigentlich für den ganzen Tag über? Das, was wir immer auf Anhieb wissen, ist klar, wir haben dort Verdauung und Nährstoffresorption, ganz klar. Wichtig ist einfach 95% geschehen davon im Dünndarm. Im Dickdarm geschieht vor allen Dingen die Regulation des Wasserhaushaltes. So, und hier ein wichtiger Punkt, nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch in Verbindung mit den Hautkrankheiten ist, im Darm wird ein Großteil der Abwehrzellen des Immunsystems ausgebildet. Ja, also es ist wirklich so wie das Trainingslager, sage ich immer so schön,
für die Immunzellen, für den größten Teil der Immunzellen. Und die Hautkrankheiten, die wir uns ja heute angucken, sind ja Autoimmunkrankheiten. Und da haben wir schon die erste Verbindung zum Darm oder die zweite Verbindung schon, nebst der Darmschleimhaut, dass irgendwie die Immunzellen entweder nicht richtig ausgebildet sind oder überreagieren. Das ist schon mal wichtig. Was geschieht noch im Darm? Kurz der Vollständigkeit halber, diese drei Punkte, Hormone und Botenstoffe werden da produziert, zum Beispiel ein Großteil vom Serotonin, unser Glückshormon wird auch da produziert, nervale Stimuli werden dort weitergeleitet, also vom Hirn zum Bauch und auch unser Bauchhirn, emotionales Gedächtnis. So, kurze Einführung. Wichtig ist jetzt ein dritter Punkt. Wir hatten ja die Darmschleimhaut, wir hatten die Aufgaben von Darm und drittens haben wir dort noch die Darmflora. Darmflora, sogenannte Mikrobiom oder die Mikrobiota genannt, dort haben wir fast 2 Kilogramm Darmbakterien. Und es gibt 400 bis 600 verschiedene Stämme dort. Die meisten, die man so kennt, sind ja immer die Bifidobakterien oder Lactobacillen. Das sind so die guten Bakterien. Enterokokken sind auch sehr wichtig. Und gerade diese Bakterienarten, die ich aufgezählt habe, haben auch eine modulierende Funktion aufs Immunsystem. Ja, sehr wichtig nachher bei den Hautkrankheiten zu wissen. Kurze Frage, weil es steht nicht auf dem Chart, einfach mal für Sie kurz zum Nachdenken. Was meinen Sie denn? Wann bekommt man denn die Darmflora? In welchem Alter? Ja, ich lasse Sie kurz mal nachdenken. Ich erlaube mir einen Schluck zu trinken derzeit. Was meinen Sie? Und wenn man sich mal anguckt, so im Alter von 3 Jahren haben wir ca. 80% unserer Darmflora schon ausgebildet. Das heißt, man darf dann nie vergessen, okay, wann passiert denn das? Und zwar ein Großteil während der Geburt, des natürlichen Geburtsvorganges, bekommt das Baby schon seine Darmflora, das Fundament sozusagen, und dann während dem Stillen. Und darum sind diese zwei Momente eigentlich immer sehr wichtig, nach dem Motto, okay, was könnte denn schiefgehen? Warum könnte ich nachher mal Probleme bekommen, die irgendwie mit dem Darm verbunden sind? Und das schaue ich eigentlich immer mit jedem Klient, der zu mir kommt mit irgendwelchen Problemen, erstmal, okay, ja, wie war denn so der Beginn, der Start ins Leben? Ja, und gerade auch das heutige Thema finde ich dann auch immer noch wieder bezeichnend für, weil die Jüngsten, ich habe heute Nachmittag noch wieder eine Klientin, die Kleine ist 4 Jahre und sie hat seit dem 3. Monat Neurodermitis. Und da fragt man sich natürlich auch, okay, 3. Monat, was ist denn am Anfang schon schiefgegangen? Und dann ist immer die Frage, hat es da irgendwie eigentlich richtig geklappt mit dem Start ins Leben und dem Start der Darmflora? Ja, und bei ihr nicht, da sie war nämlich Kaiserschnitt gewesen und die Mutter konnte sie nicht stillen. Also das schon mal jetzt vorab. Wie kann das eigentlich, warum ist das so wichtig mit der Darmflora? Die ersten 3 Jahre sind da wirklich sehr entscheidend. Genau. Und wir haben fast 2 Kilogramm davon. Wichtig ist auch dann im weiteren Verlauf des Lebens, dass wir die so schön im Gleichgewicht halten, weil es gibt ja immer schlechte Bakterien. Das ist ja normal. Kann ja gar nicht sein, dass es einen, wie soll ich sagen, sterilen Darm sowieso nicht, aber einen Darm nur mit guten Darmbakterien gibt. Ja, aber gesunde Darmbakterien können eigentlich die schlechten Bakterien in Schach halten. Wenn Sie sich fragen, ja, wovon rede ich, was könnten schlechte Bakterien sein? Da sind zum Beispiel an erster Stelle die Clostridien zu nennen, die man oft auch nach Antibiotika bekommt, oder auch die Escherichia coli Bakterien oder Klebsiellen etc. etc. Eine große Menge von schlechten Bakterien, die man haben kann und genau, die halt, wenn es nicht genügend gute Bakterien hat, dann auch von der Waage her dann sozusagen Überhand nehmen können. Und das ist so das Problem oft. Überleben ja die Stärkeren und wenn es davon mehr hat, von der anderen weniger, sehe ich das sehr häufig, dass sich dadurch mehr ausbilden und sie gewinnen. Aber auch sind die Bakterien angewiesen auf uns, den Menschen, genau wie wir auf die Bakterien angewiesen sind. Ich finde das immer so schön hier, Symbiose mit den Menschen, denn wir ernähren sie, weil ich sage mal, alles, was wir essen, kriegen die ja direkt ab. Und wenn wir dann viel Schlechtes reinstecken, freuen die sich nicht so.
Andererseits sorgen die auch, wenn wir uns gut um sie kümmern, um unsere Gesundheit. Ja, und da habe ich Ihnen ja eben schon Beispiel Immunsystem auch genannt. Viele Darmbakterien helfen auch dem Immunsystem, aber auch es gibt gute Bakterien, die kümmern sich zum Beispiel um unsere Darmschleimhaut, sorgen dafür, dass sie immer gut genährt wird. Ja, und das ist so die spannende Einführung mal in das Gebiet. Ich würde jetzt mit der Neurodermitis weitermachen, außer Sie haben irgendwelche Fragen zum Einführungsteil. Sie sehen hier auf der linken Seite immer noch die Folien, die ich Ihnen gezeigt habe. Also wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dürfen Sie gerne bei F&A eintippen. Okay, das ist nicht der Fall. So, begehen wir uns mal zur Neurodermitis. Ja, was ist das eigentlich? Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen, weil man kann da ja eigentlich viel definieren und so, aber ich finde das hier immer für mich, ich finde immer kurz und knapp wichtig. Also es wird manchmal auch ein atopisches Ekzem genannt. Das Hauptproblem ist hier, Sie sehen das, die Barriere die Barrierefunktion der Haut ist gestört und es verläuft in Schüben. Und deswegen habe ich Ihnen hier oben das Bild reingruppiert, und dass so die Haut ist mit diesen verschiedenen Hautschichten. Und das Problem ist wirklich, die Barrierefunktion ist gestört. Also es können Sachen durch diese Schleimhaut durch und es ist wie so auf. Ja, und das ist so das Problem, dass die Barriere nicht funktioniert. Also müssen Sie sich vorstellen, das ist ja eine Schleimhaut, zum Glück eine relativ trockene, manchmal ein bisschen feuchtere, aber eine Schleimhaut. Und die ist wie nicht intakt. Ja, also und das ist so das, was die Neurodermitis so im Gegensatz zur Schuppenflechte, die wir uns nachher angucken, auszeichnet. Ja, also geht hier wirklich bei Neurodermitis um nicht intakt, ja, und das verläuft dann in Schüben. Bei Säuglingen sehr oft ist so die Erstmanifestation, so der Milchschorf an den Wangen, ja, ist also gerötete Haut und darunter feste, harte Schuppen und auch Juckreiz. Und das wäre mal ganz kurz beschrieben, Neurodermitis. Ich denke, dass der wichtige Punkt, den ich Ihnen hier vermitteln wollte, nebst dem, was man so in Google lesen kann oder sonst auch schon weiß, ist wirklich, dass hier geht es um eine Störung der Barriere der Haut. So, ja, das sind weitere Definitionen. Wie manifestiert sich die Neurodermitis noch? Wie kann man es immer schön abgrenzen? Vor allen Dingen hier auch trockene Haut an den Streckseiten von Armen und Beinen und in den Beugen, also Ellenbeugen zum Beispiel, hat man dann eher schuppende oder juckende Haut. Das ist so ein bisschen die Abgrenzung, also wirklich in den Ellenbeugen oder auch an den Handgelenken. Aber es können natürlich auch andere Stellen im Körper befallen werden, wie Hals, Brust, Bauch oder auch die Wangen. Und das auch schon mal vorweg als Abgrenzung zur Psoriasis, zur Schuppenflechte. Neurodermitis ist wirklich auf die Haut limitiert. Reicht ja schon, um Gottes Willen. Aber wir sehen nachher bei Psoriasis, das kann auch systemisch werden. Ganz wichtiger Punkt der Unterscheidung. Ja. Jetzt habe ich zwei Sachen vorbereitet. Und zwar gucke ich mir einerseits jetzt an mit Ihnen, was sind denn die Bedingungen zur Entstehung? Also was muss eigentlich vorliegen, dass ich Neurodermitis entwickeln kann? Und im zweiten Schritt schaue ich mir an, was sind die Risikofaktoren? Was ist der Unterschied? Bei den Bedingungen meine ich, all die drei müssen vorliegen. Also es muss erstmal, und Sie sehen hier wieder die Haut schön aufgemalt, das ist ein bisschen anders, es muss ein Gendefekt vorliegen, sonst bekomme ich keine Neurodermitis. Ja, also das ist schon mal entscheidend, also nicht jeder kann Neurodermitis bekommen, es muss ein Gendefekt vorliegen. Jetzt denken sich, was ist das Komische hier? Da hat aber auch dann mein Programm das rot unterstrichen, weil es dieses Wort nicht kennt. Filagrinmangel. Weiß ich, ob Sie das schon mal gehört haben. Filagrin ist es etwas in der Haut. Meistens kennen wir immer das Melanin. Dann denken, ach klar, Melanin habe ich schon mal gehört. Das ist doch wegen Braunwerden und so weiter. Noch wichtiger als das Melanin ist das Filagrin. Ja, und das Filagrin ist auch so ein Stoff in der Haut und das ist wichtig im Prinzip für die Barriere. Ja, also wir brauchen das Filagrin, weil das stärkt die Barriere. Sie haben das ja eben schön gesehen in dem Bild vorher, also hier sieht man es auch. Es ist ja ein Problem bei der Neurodermitis mit der Barriere.
Dann müssen wir uns fragen, ja, warum eigentlich? Wie könnte denn das sein? Oder andersrum gefragt, wieso kann die Haut dafür anfällig sein? Und die Antwort liegt hier drin, es muss ein Gendefekt vorliegen. Anders geht es nicht. Manchmal sieht man das auch so mit dem Filagrinmangel. Bei den meisten meiner Patientinnen mit Neurodermitis sehe ich dann auch mal diesen relativ blass, ja, nicht so gebräunt. Ja. Und dafür ist auch das Filagrin zuständig, weil diese Leute, die den Mangel haben an Filagrin, sind auch die, die relativ schnell rot werden, wenn die in der Sonne sind. Also, kann sein, muss nicht. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ich sag mal, bei 80-90% meiner Neurodermitis-Patienten ist mir das, kann ich das bestätigen. Ja, also Gendefekt muss vorliegen. Das Zweite, was auch vorliegen muss, ist chronischer Stress. Okay, chronischer Stress kennen wir alle. Thema Handy, Thema Arbeit, Thema psychischer Stress. Gut, kann man verstehen. Ich glaube, das können wir alle irgendwie sagen, okay, Tickhaken dran. Und in den Präsenzvorträgen, wenn ich das mache, dann kommt meistens ein Einwand, den sehe ich jetzt hier nicht, aber vielleicht denken sich das, Moment, ich sprach ja eben vom 3-4-jährigen Baby. Ja, das hat ja zum Glück noch kein iPhone, muss auch noch nicht arbeiten, aber wie kann das Stress haben? Und jetzt lasse ich Sie mal einen Moment nochmal in sich gehen. Haben Sie eine Idee, wie so ein Baby mit 3 Monaten schon chronischen Stress gehabt haben könnte in seinem Leben? Haben Sie eine Idee? Also Sie dürfen auch gerne im Chat schreiben oder so, oder einfach nur, wofür Sie einfach mitdenken oder für sich was ausdenken. Also viele Fälle, wo ich das sehe, ist, ich gehe jetzt mal so ein paar Patientenbeispiele durch, ist zum Beispiel, dass die Geburt sehr, sehr schwierig war. Also ich hatte, der Extremfall war ein Baby, da war dann irgendwie so die sehr eine Geburt mit großen Komplikationen, und sie hat auch dann bis zu dem Gefahr gehabt, dass das Baby stirbt. Das ist eine Möglichkeit. Also der Geburtsvorgang selber, war der problemlos oder nicht? Und hier rede ich nicht von Kaiserschnitt oder natürlich, sondern einfach von dem Schritt, wow, wie war denn das eigentlich? War das ein mega Stress gewesen? Also ein starkes, stressiger Anlass, oder aber, dass es auch noch andauerte? So, und dann kann man gucken, okay, vor der Geburt, nach der Geburt, wann kann da noch chronischer Stress aufgetreten sein? Nach der Geburt, der Klassiker, den ich so sehe, ist dann, dass manchmal die Babys irgendwie am Anfang krank sind, im Krankenhaus bleiben müssen und dann von der Mutter getrennt sind. Ja, also die Kinder können, es fehlt dann, dass die so richtig schön, ich versuche das gerade zu zeigen, schön an der Mutter die ganze Zeit sein können und diesen Hautkontakt haben. Wir nennen das auch Skin-to-Skin-Kontakt, weil das beruhigt die Haut. Wenn das denen aber fehlt und die Babys schreien und sagen, ja, wo ist denn Mami, dann ist das für die auch chronischer Stress. Das ist etwas, was passieren kann nach der Geburt. Vor der Geburt, im Mutterleib, chronischer Stress, das kann zum Beispiel sein, wenn die Mütter chronisch gestresst sind. Also nicht akut gestresst mal, also mal irgendwie mal einen Tag Stress gehabt, weil irgendwas ist passiert, sondern die Mütter während der Schwangerschaft selber chronisch gestresst sind, aus welchen Gründen auch immer. Und dann können leider diese Stresshormone bei chronischem Stress, ja, durch die Plazenta, durch ins Kind, und stressen auch schon das Baby. Und ja, wenn Sie sich denken, ja, was ist denn hier das kommunizierende Element? Das ist das Stresshormon Cortisol, ja, was die Mutter ja, oder was man immer ausschüttet bei Stress, und natürlich dann, wenn es ständig gestresst ist, geht das dann durch die Plazenta auch in den Körper des Babys. Ja, und dieses Cortisol löst dann nachher, das ist das Signal des chronischen Stress und löst mit die Probleme aus. Genau, Thema chronischer Stress, ganz wichtig. Manchmal ist es auch so, dass Leute sagen, ja, ich hatte das in der Kindheit mit der Neurodermitis, dann mit der Pubertät war es weg und dann fing es wieder an mit 30 oder 40. So. Und da sind 2 Elemente wichtig zum Verstehen. Pubertät, Sexualhormone, ja, da ändert sich dann so einiges mit mehr Östrogen und Testosteron etc. Und sehr oft wirkt das dann auf solche Immunkrankheiten, über die wir heute sprechen. Ja, und darum verschwindet das dann manchmal. So, 30, 40, oft der Grund zum Wiederentstehen sind nicht, dass sich die Hormone ändern, aber sehr oft natürlich auch Stress.
Ja, und dass jemand sagt, ja, dann war ich irgendwie Studium fertig, dann Arbeit und gestresst und viel Arbeit und dann noch Partnerschaft und Kind und ziemlich stressig und dann ist es wieder ausgebrochen. Ja, das heißt, man kommt dann wieder zurück und die Neurodermitis entsteht wieder oder bricht wieder aus. Genau, das war jetzt der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, Leaky Gut, ist auch eine der drei Bedingungen zur Entstehung. Wenn Sie sagen, was ist denn das Komisches? Leaky Gut wird zwar gut geschrieben, heißt aber Gut auf Englisch, ist der löchrige Darm. Und auf den gehe ich mal kurz mit ein, weil wir haben ja gesagt, okay, was hat denn der Darm da überhaupt für eine Rolle? Und wir haben uns das Bild eben schon angeschaut mit der Anatomie. Und wir gehen jetzt auf diese kleinste Ebene hier, ja, auf diese Art der Mikrovilli und hier der Zellen. Und ich habe das Bild nochmal größer gemacht. Wir sehen das hier. Leaky Gut heißt also undicht, heißt Leaky und Gut der Darm auf Englisch. Und im Prinzip, ja, Sie sehen hier nochmal diese Körperzellen hier, die eigentlich mit den Mikrovilli oben, und die sind zusammengehalten, das sah man auf dem anderen Bild nicht, hier ist es ein bisschen vergrößert, durch so, das sieht so fast aus wie so Faden. Ja, Sie müssen sich das andererseits vorstellen wie so eine Schleuse. Die machen auf, wenn Nahrung gut verdaut ist. Ja, also wenn wir unser Essen komplett aufs Molekülebene aufgespalten haben, dann machen die auf, lassen das Essen durch. Super Sache. Aber der löchrige Darm ist jetzt, und das steht hier, Auflösung der Tight Junctions. Das nennt man Tight Junctions, also diese engen Verbindungen hier. Dann ist der löchrig, dann können Sachen da durch, die vielleicht nicht hätten durchgehen sollen. Und das ist das Problem, dass er dann offen ist und dann können als Folge, sehen das hier, Bakterien und Toxine durch die Darmbarriere hindurchkommen und gelangen dann natürlich direkt, oder auf der anderen Seite hier haben sie das Blut, ja, und dann in die Lymphbahn, in den ganzen Körper, ja, und können dann im Körper was auslösen. Und das ist der Nachteil von diesem Leaky Gut und der kommt eigentlich relativ häufig vor und ist einer der drei Bedingungen zur Entstehung von der Neurodermitis, weil, ja, es kommen hier nicht nur die Sachen durch, weil sie denken sich ja, wie kommt das jetzt zur Neurodermitis, wie kommt das zur Haut? Also es kommt erstmal durch, weitere Folgen sind dann eine Leberbelastung als erstes, ja, weil alles Blut, alles Essen, ja, oder alles Essen, alle Bakterien, alle Giftstoffe etc., die hier, ja, durch die Darmschleimhaut kommen, ja, aber auch hier durch die Darmschleimhaut, wenn das normale Essen durchkommt, Fett, Glucose etc. und Eiweiße. All das kommt über die Fortader zur Leber. Ja, das ist ganz normal. Und die Leber im normalen Fall sagt sich dann, okay, was von den Fetten und Eiweißen und Zucker brauchen wir jetzt, was wird umgewandelt und natürlich alles, was vom Darm reinkommt, wird gereinigt. Dafür ist die Leber da. Aber wenn natürlich jetzt vermehrt Bakterien und Toxine reinkommen, hat die Leber mehr zu tun und ist überlastet und belastet. Und kann dann dementsprechend auch zum Beispiel Hormone schlechter abbauen und andere Stoffe schlechter abbauen. Ja. Und das löst dann schon sehr oft schon Hautprobleme aus. Also wenn sich manchmal fragt, ja, ich habe zwar keine Neurodermitis, keine Schuppenflechte, aber irgendwie immer juckende Haut oder ich habe manchmal so ein bisschen Ausschlag da oder noch manchmal komischer, jetzt bin ich 35, habe irgendwie wieder voll die Pickel oder so, wie kann das sein? Da muss man dann immer an die Leber denken und sich fragen, ist sie vielleicht überlastet? Ja, und überlastet nicht, weil, oh, ich trinke doch eigentlich gar nicht so viel Alkohol, warum sollte die belastet sein? Sehr oft, oder das Hauptproblem der Überlastung liegt dann hier, dass zu viele Stoffe reinkommen in den Körper und so dann die Leber überlasten. Weil Sie müssen sich vorstellen, kurz so zum Visualisieren, die Leber ist ein super Organ im Körper, arbeitet wirklich 24 Stunden am Tag, immer durch, weil die hat eine ganze Liste von Aktivitäten, die sie so machen muss. Und da ist dann Entgiftung eine wichtige Sache, Abbau von Hormonen, Energiebereitstellung etc. etc. Ja? Und wenn dann eine Aufgabe von diesen vielen Aufgaben, die sie macht, ansteigt und größer wird, weil halt mehr Belastung da ist, dann werden automatisch die anderen Tätigkeiten von der Zeitzuteilung reduziert. Um sich das mal visuell darzustellen. Und im ersten Fall führt das dann schon sehr oft auch schon zu Hautproblemen. Genau.
Ich sehe gerade eine Frage, vielen Dank für die Frage, ob man das im Blut feststellt. Sehr gute Frage, vielen Dank. Es ist jetzt so, in den Blutanalysen, wenn man sagt, okay, man guckt sich mal die Leber an, da gibt es immer so drei Werte, GGT, GOT etc. In den meisten Fällen sind die trotzdem gut. Aber diese Werte geben eigentlich nur dann an, sind im roten Bereich, wenn sich von der Struktur der Leber was umbaut oder abbaut. Ja, also wenn dann irgendwelche Leberläppchen so oder vom Gewebe sich umbaut in Bindegewebe etc. Also wenn es so Richtung Leberzirrhose geht oder Abbau oder Zerstörung von Leberzellen. Ja, das ist ein Extremfall. Aber hier reden wir einfach von der Belastung der Leber. Ich sag mal, wie wir das ja selber auch kennen, manchmal sind wir ein bisschen gestresster. Muss es ja nicht gleich der Burnout sein, aber wenn wir gestresst sind und vielleicht zu viel Arbeit haben oder so, leiden ja automatisch auch andere Aktivitäten. Genauso ist es bei der Leber. Vielen Dank für die Frage. Immunsystembelastung ist eine zweite Folge. Und hier sind wir jetzt, es ist so, wir müssen uns jetzt vorstellen, das hat jetzt nichts mit der Leber zu tun, sondern mit der Tatsache, dass ganz viele Bakterien jetzt ungefiltert durch die Darmbarriere kommen. Ja, also die lösen sozusagen an der Darmbarriere Immunreaktionen aus. Ja. Und das ist das Problem, da folgendes dann, dass das Immunsystem dann ständig belastet ist. Ja, also es muss ständig arbeiten, ständig diese Bakterien dann im Schach halten. Sagen sich ja, das ist ja auch die Aufgabe vom Immunsystem. Klar, richtig. Aber eigentlich, wieso das Immunsystem arbeiten sollte, ist nicht wie bei der Leber. Ja, bei der Leber, die wir gerade besprochen haben, ist es ja so, die arbeitet 24 Stunden am Tag. Ein Immunsystem, müssen Sie sich vorstellen, ist mehr wie so eine Armee. So, die arbeitet ja auch nicht 24 Stunden am Tag. Ja, was die eigentlich dann macht, ist, wenn der Feind kommt, rückt sie aus und tötet ihn. Jetzt im Fall des Immunsystems. Also macht ihn unschädlich. Das kann die aber nicht die ganze Zeit machen. Ja, weil dann ist sie im Dauereinsatz, die Armee von unseren Immunzellen, und dadurch dann auch eher geschwächter. Und das müssen Sie sich jetzt hier vorstellen, wenn das Immunsystem am Darm ständig hier arbeitet. Und immer wieder kommt da jemand über die Grenze, sage ich mal. Ja, und der wird wieder gestellt und dann unschädlich gemacht. Gestellt, unschädlich gemacht. Ist kein großer Feind, sondern es kommen immer wieder so ein paar Sachen dadurch. So. Sie spüren das übrigens auch zum Beispiel durch starke Müdigkeit nach dem Essen. Sie sagen, also wenn ich esse, danach bin ich erstmal müde. Ja, klar, weil natürlich nach dem Essen, wenn dann hier durch den löchrigen Darm immer viele Bakterien durchkommen, ist das Immunsystem immer am Arbeiten und das macht sie müde, weil das zieht ganz viel Energie und das geht dann zum Immunsystem, statt dass es dann woanders hingeht, wie zum Gehirn oder zu den Muskeln. So, also es arbeitet ständig das Immunsystem und dann ist es aber so, wenn dann mal der wirkliche Feind kommt, klappt das dann nicht so richtig mit der Reaktion. Und noch schlimmer, wenn dann noch ein anderer Feind kommt und dann irgendwie verkannt wird, greift es das körpereigene Gewebe an. Und dann sind wir beim Thema Autoimmunkrankheiten, ja, wie auch Schuppenflechte, Neurodermitis oder anderen Autoimmunkrankheiten. Also es reagiert über, weil es ständig gereizt wird. Und das ist so einer der drei Bedingungen dieser löchrige Darm. Ja. Und wenn Sie sagen, ja, wie kann ich denn rausfinden, habe ich einen löchrigen Darm oder nicht? Ich sehe es ja nicht bei der Darmspiegelung, weil das ist ja auf dieser Mikroebene. Und da ist die gute Nachricht, man kann das eigentlich sehr gut bei einer Stuhlanalyse messen. Ja, und das ist das, was ich eigentlich dann meinen Klienten immer mache, eine komplementärmedizinische Stuhlanalyse. Und dort sehen wir dann auch sehr schön, wie man das hier sieht, diese Parameter. Und die zeigen, ob man einen Leaky Gut hat, also einen löchrigen Darm. Also das Alpha-1-Antitrypsin oder das Zonulin. Und bei dieser Patientin hier war das sehr, sehr stark erhöht. Und da kann man dann wirklich, dann hat man diese Bedingung auch validiert, wo wir sagten, hat es vielleicht einen Leaky Gut oder nicht. Und weiß aber auch, und das finde ich auch sehr wichtig, um dann optimal zu betreuen, wie löchrig ist das eigentlich, wie stark. Ja, hier sieht man zum Beispiel, 27,5 ist so der Grenzwert. Hier ist es bei fast 47. Relativ hoch. Aber ich habe auch Fälle, da ist es über 100. Und dann wissen wir dann gleich, okay, da brauchen wir mal ein, zwei Monate länger,
bis der Darm wieder dicht ist. Ja, und das kann man sehr schön messen. Übrigens an dieser Stelle, hier steht auch das Wort Entzündung. Die Schulmedizin macht manchmal auch Stuhlanalysen und die misst dann einen Wert, mit dem man die Entzündung feststellen kann. Ja, das steht hier nicht mit auf der Seite, das Calprotectin. Und damit kann man dann sehen, hat es auch eine richtige Entzündung. Ja, hat aber nichts mit dem löchrigen Darm zu tun. Das macht die Schulmedizin nicht. Das hat vor vielen, vielen Jahren mal ein Wissenschaftler gesagt, ich mache hier diese ganzen Darmspiegelungen, ich sehe aber nichts. Kann doch nicht sein. Ich habe wirklich den Verdacht, dass da was löchrig ist. Und der hat dann eine Biopsie gemacht, hat ein Stück Gewebe rausgeschnitten und hat das dann wirklich untersucht und hat das dann gefunden. Ja, und heute muss man zum Glück keine Biopsie mehr machen davon, dafür, sondern kann einfach eine Stuhlanalyse machen. Ja, schön, jetzt wissen wir es. Was macht man denn, um die wieder zuzubekommen? Also, Sie sehen ja hier dieses, im Prinzip müsste man das zunähen, also mit Nadel und Faden. Was da hilft, und das ist wirklich schon jetzt sehr, sehr oft positiv sich bewiesen, mit Zink und L-Glutamin kann man, aber in hochdosierter Form, kann man das ganz gut hinkriegen. Also so in 3, 4, 5 Monaten kann man schon mal die Ursache von der Neurodermitis beseitigen, diesen löchrigen Darm. Ja, also das ist so schon mal das Wichtigste, was man sehen kann. Weil das haben wir ja eben gesehen, ist einer der Bedingungen. Und ich gucke gerade, wie das jetzt in der Präsentation ist. Komme ich gleich wieder. Und Sie haben gesehen, hier oben die Bedingung, ja, Leaky Gut. Wenn ich das also nachhaltig, die Neurodermitis, wegbekommen möchte, dann muss ich sehen, den Leaky Gut, den muss ich zukriegen. Und ich habe Ihnen jetzt gerade versucht zu zeigen, warum das zur Entstehung geführt hat und was man machen kann. Also Stuhlanalyse und dann mit verschiedenen hochdosierten natürlichen Substanzen kann man das Ganze gut durchkriegen. Wenn Sie sagen, stimmt das wohl? Ich mache das immer so, wenn ich eine Stuhlanalyse mache, in der wir diese Werte messen, aber auch die Darmflora messen etc., dass wir dann nach 3, 4 Monaten nochmal nachmessen. Ja, nicht die komplette Stuhlanalyse, sondern nur diese 2 Werte oder diesen Wert für den löchrigen Darm. Ja, und in 80% der Fällen ist es deutlich im grünen Bereich. Und in 90% der Fälle, oder in fehlenden 20% hat sich es deutlich verbessert und man muss dann einfach nochmal 1, 2 Monate weitermachen. Ja, und dadurch bekommt man das weg. Hier die 2 Sachen, das ist immer so, wenn Sie sagen, ja, wie kriege ich denn das weg? Man muss sich fragen, herrscht noch chronischer Stress vor? Ja, und wenn man sagt, ja klar, ist der noch da, Neurodermitis stresst mich und mich stresst auch noch das und das, muss man natürlich auch hier dran arbeiten. Den Gendefekt kann man nicht beheben, aber was da ganz toll hilft, wenn Sie sich fragen, ja, kann ich das irgendwie, irgendwas Gutes der Haut tun, um diesen Filagrinmangel sozusagen, ja, rückgängig machen nicht, aber teilweise auszugleichen, da ist das Stichwort Avocado. Ja, also Avocado ist ein Gemüse oder Frucht, was einen Stoff hat, der sehr ähnlich ist dem Filagrin. Also Sie können sich das dann so vorstellen, dass zum Beispiel bei kleinen Kindern oder so, könnte man wirklich dieses Avocado-Mousse machen und dann auf die Haut, auf die schlimmen Hautstellen machen, wenn das akut ist. Und das lindert dann auch, weil das dann wie das Filagrin mit ausgleicht. Also so können wir das hier bei diesen 3 Sachen vorgehen. Also sagen, ja, was mache ich jetzt? Rückwärtsgewandt Leaky Gut machen, wieder zumachen, chronischen Stress mildern und auch diesen Gendefekt dadurch ausgleichen, dass man Sachen dann wie zum Beispiel Avocado. Genau. So, das waren die Bedingungen. Jetzt machen wir weiter. Okay, welche Faktoren stellen denn ein Risiko dar, also dass es ausbricht? Also die 3 Grundbedingungen von eben müssen vorliegen und dann muss irgendwas, was ich Ihnen jetzt erklären werde, auch vorliegen, was den Ausbruch macht dann. Und das können zum einen chemische Reize sein. Bakterien, ein Vitamin-D-Mangel oder bestimmte Lebensmittel. Das werde ich Ihnen mal kurz erklären. Chemische Reize zum Beispiel könnten zum Beispiel Farben sein. Also ich hatte einen Fall, da ist eine Familie umgezogen in ein altes Haus, alles gestrichen, ziemlich hohe Farbbelastung und so weiter. Und die Kleine hat dann brach dann halt die Neurodermitis aus bei der Kleinen. Also es können so chemische
Stoffe, chemische Reize sein, die dann auf die Haut wirken, auf die Schleimhäute wirken und das dann ausbrechen lassen oder verschlimmern lassen, je nachdem. Bestimmte Bakterien. Und da ist es so, ich rede jetzt nicht von diesen guten Darmbakterien, sondern es gibt bestimmte Bakterien, wenn wir zum Beispiel Belastung haben, hier ist es mit den Escherichia coli zum Beispiel eine hohe Belastung und das Immunsystem kämpft immer dagegen, dass es dann wieder einen Ausbruch der Neurodermitis mitführt. Ja, weil wir haben ja eben gesprochen, Neurodermitis ist eine Überreaktion des Immunsystems, ist wie das die Haut da angegriffen und diese Bakterien, wenn die dann im Blut sind, reizen das Immunsystem so, dass sie weiter überreagieren. Also nicht bei jeder Bakterienart, sondern man hat wirklich auch wissenschaftlich getestet, da gibt es einige Studien, welche Bakterien oder Viren bei welcher Autoimmunkrankheit den Ausbruch mitmachen. Ja, also ich hatte vor kurzem auch ein Webinar gegeben über Multiple Sklerose. Da war es zum Beispiel als Autoimmunkrankheit, da war es zum Beispiel der Epstein-Barr-Virus und weiter. Also so muss man immer wissen, es gibt ja bestimmte Bakterien oder Viren, die Autoimmunkrankheiten ausbrechen lassen. Vitamin D-Mangel. Vitamin D ist sehr, sehr wichtig für die Modulation vom Immunsystem. Man sieht in vielen Forschungen, dass so Leute, die einen chronischen Vitamin D-Mangel hatten, eher zu Neurodermitis leiden. Weil, haben wir eben gesehen, Immunsystem außer Rand und Band. Wer das modulieren könnte, wäre das Vitamin D. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zu dem Problem. Oft sind es aber auch dann die Leute, die Neurodermitis haben, die die Sonne ja gar nicht so gut vertragen. Und das ist ja das Blöde. Dann können wir sagen, komm, geh doch mal ein bisschen mehr in die Sonne. Boah, nee, da muss ich gleich die 50er Sonnencreme drauf tun, weil sonst werde ich rot. Dann haben sie aber keinen Vitamin D-Effekt im Körper. Ja, und dann verschlimmert das Ganze wieder. Ja, die Lösung ist dann nicht, dann länger in die Sonne zu gehen, sondern halt dann zu sagen, okay, ich substituiere dann hochdosiert Vitamin D. So, letzter Punkt der Risikofaktoren zum Ausbruch von Neurodermitis sind bestimmte Lebensmittel. Und da gibt es auch viele wissenschaftliche Studien und die besagen halt, dass Milch und Gluten immer so dass den Körper reizen, dass es zu Neurodermitis kommen kann, sofern, und das ist mega wichtig, das möchte ich nochmal ganz kurz sagen, diese drei Bedingungen für Neurodermitis vorliegen. Also Gendefekt, chronischer Stress und löchriger Darm. So, und dann Milch und Gluten und eventuell auch ein Vitamin D-Mangel, dann kann es zum Ausbruch kommen, der Neurodermitis. Also nicht jeder, der Milchprodukt und Gluten isst, kriegt Neurodermitis, sondern darum ist mir das ganz wichtig, dass ich das nochmal sage. Ich bin ja nicht dogmatisch von den Lebensmitteln her, aber hier ist es so, dass Milch, warum Milch oder Milchprodukte, da liegt es am Milcheiweiß, am Casein. Ja, das Casein hat eine gewisse Molekülstruktur, die das Immunsystem sozusagen dann wieder reizt und angreift und dadurch wieder vermehrt die Haut bekommt. Das gleiche gilt für das Gluten. Gluten und Casein haben eine wirklich sehr ähnliche Struktur. Klar, schmeckt ganz anders, aber wenn man sich das so auf DNA-Sequenz anguckt, ist es sehr ähnlich und zum Verwechseln dann mit der Haut. Und darum rate ich dann immer, wenn jemand Neurodermitis hat, wirklich die ganzen tierischen Milchprodukte wegzulassen, das ganze Casein. Und ich rede nicht über die Laktose, sondern das Casein und auch den Gluten. Dann hat man eigentlich ganz gute Erfolge. Und das ist einfach so wichtig. Nachher, zum späteren Zeitpunkt, wenn dann die Neurodermitis mal weg ist und ich sag mal ein Jahr vergangen ist und es war super, kann man die Sachen natürlich wieder essen. Ja, dann ist das überhaupt kein Problem, kann man da wieder langsam mit anfangen. Aber gerade in der Anfangsphase ist es wichtig, die wirklich konsequent wegzulassen. Ja, und das ist wichtig. Und dann, wenn all das gegeben ist, aber man muss das sehen, der Darm ist eine große Ursache mit, man muss das dann aber auch begleiten mit der richtigen Ernährung, mit dem Ausgleich von Vitamin D, sehen, gibt es noch verschiedene Reize oder verschiedene Bakterien, die den Körper belasten. Und da ist für mich so das Analysemittel der Wahl die Stuhlanalyse. Das war jetzt mal die Neurodermitis, mal im Kurzdurchgang, so wie die Zeit das
Ganze ermöglicht. Ich schaue mal gerade, ob noch Fragen sind. Momentan nicht. Ich hoffe, ich habe sie nicht erschlagen. Ich würde jetzt mal im Vergleich die Schuppenflechte darstellen und dann nachher nochmal dann schließen mit dem Ganzen, was auch mein Angebot an Sie ist und wie ich Ihnen helfen kann. Schuppenflechte, weil viele Sachen haben wir jetzt ja schon mal angesprochen gehabt und ich will Ihnen das aber einfach nochmal jetzt veranschaulichen und darstellen. Also, Schuppenflechte wird auch Psoriasis genannt. Hier handelt es sich jetzt um eine chronische entzündliche Erkrankung der Haut. Ja, also es ist einfach eine wirkliche Entzündung in der Haut und man sieht immer die ganzen stark schuppenden Hautstellen. Und wir sehen das hier, das ist wieder hier die Haut. Bei der Neurodermitis war das ja so, dass der Bruch war, also dass ein Reiz, also dass eine Barrierefunktion gestört war. Hier ist es aber so, dass immer wieder Stoffe aus dem Körper rausgebracht werden. Wir sehen das hier und das sind diese ganzen schuppenden Sachen. Ja, es wird immer wieder was rausgeschafft über die Haut, ja, was nach draußen geht. Und das ist die Schuppenflechte und das juckt dann sehr stark. Ja, das ist so mal der Unterschied zwischen den beiden Sachen. Oft denkt man ja, beides ist ja irgendwie ähnlich. Ja, beides betrifft die Haut, aber trotzdem sind die Ursachen oder die Mechanismen, nennen wir das mal so, unterschiedlich. Wichtig ist auch eine Unterscheidung, und das ist ein bisschen fies, die Schuppenflechte ist auch eine Systemerkrankung. Also sie kann auch andere Organe betreffen. Ich habe hier mal die Gelenke geschrieben. Also Leute mit so Gelenksproblemen oder wo man denkt, ach, ist das jetzt Rheuma, was ich in den Gelenken habe? Aber dann misst man nach und es sind gar keine Rheuma-Faktoren da oder so. Aber die Person hat auch zufällig Psoriasis, dann kann es sein, dass diese Arthritis, diese Gelenkserkrankung von der Schuppenflechte kommt. Und das hat dann nichts mit der Haut zu tun, aber es ist systemisch. Ein anderes Beispiel von Organen, da habe ich auch einen spannenden Fall gehabt, ist, könnte auch die Nägel sein, also Fußnägel oder Fingernägel. Ich hatte dann nämlich den Fall, dass jemand meinte, oh, ich habe irgendwie so immer Nagelpilz oder so. Und dann hat er Behandlung gemacht ohne Ende. Also Behandlung im Sinne von immer mal wieder was draufgetan und dies gekauft und das gekauft gegen den Nagelpilz. Und es ging nicht weg. Ja, und dann kam er mal vorbei und dann haben wir geredet. Es war jetzt ein Kollege in dem Fall und er meinte, ja, und übrigens hat er auch Schuppenflechte. Ich so, okay. Und man sah die bei ihm nicht so. Ja. Das waren Stellen, wo man es nicht so gut sehen konnte. Deswegen wusste ich es nicht. Und bei ihm war das so, dieser Nagelpilz, also dieser Nagelbefall, die kam von der Schuppenflechte. Ja, und das ist so das Interessante oder das Wichtige zu wissen bei der Schuppenflechte. Ich habe auch einen jungen Mann gehabt, der kam zu mir, der war 20 oder so, der sagte, ich will die Schuppenflechte wegkriegen. Ich sagte, ach, so schlimm sieht es ja nicht aus. Er sagte, ich spiele gerne Gitarre. Und zeigte mir dann seine Fingernägel und das war grausam. Er sagte, das tut ihm so weh, einmal von den Gelenken, aber auch von den Nägeln her. Und er sagt, er muss da unbedingt was tun, weil er will besser, möchte gerne wieder mehr Gitarre spielen. Und ja, das haben wir nachher auch hingekriegt. Und er war ganz happy. Ja, also Schuppenflechte, wichtig hier, nochmal kurz, Systemerkrankung und es ist eine chronische Entzündung der Haut. So, ja, Mechanismus, das kann man hier nicht so gut sehen. Sie müssen sich vorstellen, was hier eigentlich rausgeschafft wird, über die Haut, das sind vor allen Dingen, sehen das hier, LDL unter anderem. Das ist eine der Hauptsammlungen. LDL, was sind das? Cholesterin. Also das, was bei der Psoriasis über die Haut rausgeschafft wird, ist zu viel Cholesterin und vor allem das LDL-Cholesterin. Das ist das, was dann rausgeschafft wird. Ja, und wir sehen das hier so schön, man hat ganz viele Moleküle von Cholesterin und es wird dann wie raustransportiert durch die Haut nach draußen hin. Und das ist auch, Sie sehen das jetzt bei den Bedingungen zur Entstehung, der Gendefekt, der sehr oft vorliegt, ist zu viel Cholesterin, der produziert wird. Und da ist es der Gendefekt im sogenannten kardiovaskulären System. Ja, weil normalerweise Cholesterin schadet ja dem kardiovaskulären System, also den Arterien. Und dieser Gendefekt liegt davor, dass immer zu viel produziert wird, als es eigentlich bräuchte. Und das liegt jetzt nicht an der Nahrung, weil er ist auch zu fettig, sondern das ist der Gendefekt bei diesen Leuten.
Und dadurch wird dann immer ganz viel Cholesterin rausgeschafft und rausgeschafft und rausgeschafft und rausgeschafft. Welche Bedingungen gibt es noch? Ähnlich wie bei der Neurodermitis, damit das Ganze überhaupt entstehen kann, braucht es auch hier chronischen Stress gehabt zu haben und auch einen löchrigen Darm. Ja, den werde ich Ihnen jetzt nicht nochmal erklären, oder was wir machen bei Patienten mit Schuppenflechte, aber an diesen zwei Sachen muss man natürlich arbeiten, wenn man es dann verbessern möchte und wieder mehr Lebensqualität und Wohlbefinden haben. So, jetzt ist noch spannend bei Schuppenflechte, was sind denn dort die Risikofaktoren zum Ausbruch? Also den Leaky Gut kann ich ja relativ einfach beheben, da kann ich gut helfen. Dann ist aber auch wichtig zu sagen, jetzt ist mein Darm zwar gut, aber worauf muss ich denn noch achten eigentlich? Und da ist es hier das Thema Ruß oder Russ, je nachdem, wie man das Ganze ausspricht. Ja, wir hatten ja eben bei der Neurodermitis chemische Reize. Hier ist es vor allem der Reiz vom Ruß. Und das passte wie die Faust aufs Auge. Man denkt immer, ja, das ist eine schöne Theorie. Aber da hatte ich dann doch einen Patienten mit Schuppenflechte und der hat so im Straßenbau gearbeitet. Ja, also hier dieses, wir kennen das mit dem Teer und so weiter. Da hatte ich mir, ui, was machen wir denn da jetzt? Na, und da war natürlich ganz klar der Auslöser bei ihm diese chemischen Reize oder der Risikofaktor. Bei ihm lagen die drei Sachen natürlich alle vor hier. Chronischen Stress hatte, einen löchrigen Darm hatte, da konnten wir einfach dran arbeiten. Aber hier, das war ein bisschen schwierig. Vitamin D-Mangel ist auch hier wichtig, weil Immunsystemberuhigung. Und dann werde ich immer gefragt, ja, wie sieht es denn vom Essen her aus? Gibt es irgendwelche belastbaren Studien, die sagen, welche Lebensmittel können das Ganze jetzt noch mit beeinflussen? Ja, und da sind es zwei Sachen. Zum einen die Fructose, also der Fruchtzucker. Eine hohe Fructosebelastung führt zu einer starken Leberbelastung und auch zur Bildung von einigen Stoffen, die dann auch wieder die ganze Cholesterinproduktion und auch vor allen Dingen die ganzen Hautprobleme mit verstärkt. Ja, und da muss man natürlich bei diesen Patienten dann sehen, okay, Fructose reduzieren. Und da ist dann immer so die Krux an der Sache, okay, Früchte sind doch gesund, klar, mega gesund, komme ich überhaupt nicht dran. Nur für die Zeit, wo man dann sagt, okay, 3-6 Monate die Schuppenflechte zu verbessern, wirklich ganz stark reduzieren hier. Und dann natürlich aufpassen auch auf die ganzen Süßgetränke, weil die haben diesen ganzen, wie nennt man das, Kornsirup, also Maissirup, Maiszucker drin. Und das ist pure Fructose. Ja, aber auch der Honig ist so fast 100% Fructose. Also hier aufpassen. Und das zweite ist sogenannte Saponine. Stehen auch im Zusammenhang mit der Schuppenflechte. Und das sind, die kommen vor allen Dingen aus, wenn man sich das anguckt, was sind die mit den meisten Saponinen? Die Kartoffeln oder auch Soja. Ja, wenn Sie sagen, Kartoffeln und Saponine, was ist denn Saponin? Saponine auf Französisch Sapon oder Sapone, Italienisch die Seife. Das sehen Sie, wenn Sie die Kartoffeln kochen, auf der Wasseroberfläche haben Sie dann sehr oft einen Schaum. Ja, und das sind so Saponine, also die sichtbaren Saponine. Es hat aber auch nach dem Kochen von Kartoffeln noch ganz viele Saponine in den Kartoffeln. Ja, und darum ist dann immer mein Rat an jemanden, der die Schuppenflechte wirklich nachhaltig verbessern möchte, zu sagen, okay, von den Lebensmitteln her hier deutlich reduzieren, idealerweise so Richtung Null. Was soll ich denn statt den Kartoffeln essen? Finde ich immer eine gute Alternative, die Süßkartoffeln, wenn man etwas haben möchte, um ähnliche Speisen zu machen von den Kartoffeln. Aber ich denke mal, da kann man ja sehr viel schauen, wie man das Gute ersetzen kann. Na, zum Glück ist es hier nicht das Gluten, was wir eben haben. Genau. Ja, und das sind die ganzen Ursachen von der Schuppenflechte. Also um Ihnen das nochmal kurz darzustellen. Also es muss immer bei Neurodermitis oder Schuppenflechte sogenannte Risikofaktoren geben. Und die sind krankheitsspezifisch. Ja, also wie den D-Mangel haben wir jetzt bei beiden, aber was so die chemischen Reize angeht oder Bakterien oder Viren angehen, ist bei jeder Autoimmunkrankheit oder jeder Hautkrankheit unterschiedlich. Das Gleiche gilt für Ernährungstipps. Also hier die Milch wegzulassen, aber weiterhin Kartoffeln zu essen und viel Früchte, bringt jemand mit Schuppenflechte gar nichts. Ja, darum ist das da sehr wichtig. Klar, Milchprodukte an sich sind nicht gut für die Schleimhäute, sagen auch schon die TCM-Therapeuten. Ist natürlich
schon mal gut, das zu reduzieren, aber man muss das auch weglassen. Bei beiden Sachen ist aber gleich chronischer Stress und der löchrige Darm. Und um das zu beheben, vor allem hier der löchrige Darm, ist mein Mittel der Wahl immer die Stuhlanalyse, weil oft haben die Leute auch andere Verdauungsunregelmäßigkeiten. Und mit der Stuhlanalyse kann man wirklich ganz toll sehen, was ist, liegt denn sonst noch im Argen, und macht dann die gezielte Darmsanierung und nicht einfach dann ein Standardprogramm, sondern wenn man nachher etwas übersieht, und das ist mir jetzt so oft passiert, dass ich Klienten dann hatte, die sagen, ich habe jetzt schon so viele Sachen genommen, irgendwie glaube ich nicht dran, aber können wir vielleicht trotzdem was rausfinden, warum ich Verdauungsprobleme habe. Dass Sachen übersehen werden, wenn man es nicht misst, wie zum Beispiel Candida, Pilz oder auch Clostridien, Sachen, schlechte Bakterien, die ich anders reinigen muss oder anders wegbekommen muss, als die klassischen Probleme, die man haben kann. Ja, chronischer Stress ist natürlich auch nochmal so ein Thema, wo ich auch versuche, mal als Therapeut dann zu helfen, weil es sagt sich immer so schön, Stress abstellen, aber da finde ich persönlich ist immer sehr wichtig, was stresst einen, ist eine Sache, das kann man relativ schnell beantworten, aber auch, warum stresst es einen? Also was sind so die Elemente, die immer wieder den Stress auslösen in der und der Situation? Und da gehen wir dann in tiefere Diskussionen, und ein einfaches Mittel der Wahl sind dann sehr oft medizinische Entspannungsverfahren, wie zum Beispiel autogenes Training, was dann auch sehr gut das System dann beruhigt und runterfahren kann. Sehr schön. Und wenn Sie sagen, hui, das war jetzt aber viel, können Sie gerne noch Fragen stellen im Chat oder in den F&A. Oder aber Sie kommen einfach mal vorbei in Freienbach oder auch virtuell und nutzen die Gelegenheit zu einer kostenlosen Sprechstunde, die ich immer sehr gerne anbiete. Das ist ganz unverbindlich, dass Sie sagen, okay, ich habe da Neurodermitis oder ich habe Schuppenflechte oder andere Probleme. Können wir erstmal darüber sprechen, was haben Sie für eine Idee oder für Vorschläge, und bringen Sie ein bisschen Zeit mit. Ich brauche immer meistens eine Dreiviertelstunde, dass wir mal wirklich rauskriegen, okay, was trifft denn bei Ihnen zu, was waren denn die Auslöser, und Sie haben gesehen, es ist bei diesen Krankheiten nicht nur wichtig, die Symptome zu betrachten, sondern das Warum. Warum habe ich es bekommen, und sozusagen den Film hinter den Krankheiten aufzudecken. Genau, und das habe ich Ihnen heute mal versucht zu zeigen, sozusagen den Film hinter diesen zwei Krankheiten, Neurodermitis und Schuppenflechte. Der Darm spielt eine große Rolle, darum habe ich Ihnen das im Detail vorgestellt, aber ich wollte Ihnen auch zeigen, dass nicht nur der Darm alleine wichtig ist, sondern darüber hinaus Interventionen gemacht werden müssen, den Stress angehen, die aber auch bestimmte Lebensmittel angehen müssen und, wie wir mal so schön sagen, auch den Lifestyle. Ja, dann schaue ich gerade, ob noch Fragen kommen. Ja, ich klicke mal gerade drauf. Vielen Dank für Ihr Feedback, das ist lieb. Welches Bakterium galt bei der Neurodermitis als Risikofaktoren? Hat die Psoriasis auch eins? Das ist hier die Frage. Also, es ist so, Bakterien gibt es bei der Neurodermitis vor allen Dingen die Escherichia coli Bakterien, aber auch noch ein paar andere Bakterien. Die sieht man dann vor allen Dingen nicht nur in der Stuhlanalyse, sondern die geistern dann auch im Körper rum. Da kann ich Ihnen so als Beispiel sagen, das ist sozusagen, wir kennen das vielleicht auch, wir haben ja eine andere Barriere, nebst der Darmbarriere noch, die Mundschleimhaut. Und viele Leute, die dann eher so nicht Parodontitis haben oder eher Zahnfleischprobleme haben, da können auch Bakterien durchkommen. Und das ist zum Beispiel dann so diese typischen Mundbakterien, die dann da auch die Neurodermitis auslösen können. Darum muss ich mir immer Zeit nehmen, mit meinen Patienten zu sehen, ist es nur die Darmschleimhaut an sich, wo wir ein Loch haben, oder hat es auch so die Mundschleimhaut? Und dann haben Sie noch die Frage, und hat auch die Psoriasis noch ein Bakterium? Da nicht, weil Psoriasis gibt es jetzt kein Bakterium. Ich gehe nochmal kurz zurück. Aber was ich sehr oft sehe, ist bei den Leuten mit der Schuppenflechte, da muss man halt auch schauen, warum hat er denn eigentlich einen löchrigen Darm bekommen? Ja, also es ist jetzt kein Auslöser der Schuppenflechte, das Bakterium XY, aber da ist die Frage, ja gut, er hat einen löchrigen Darm, damit er ihn aber nicht wieder bekommt, muss ich ja auch herausfinden, warum er den löchrigen Darm bekommen hat.
Und da, ganz kurz, spielen auch Bakterien wieder eine Rolle. Also sehr oft haben diese Leute auch eine Dysbiose, also eine falsche Zusammenstellung der Darmflora. Und darum mache ich eigentlich auch bei allen einen ausführlichen Stuhltest, um auch herauszufinden, nicht nur, wie geht es der Darmschleimhaut, sondern auch, hat es da vielleicht Probleme mit der Besiedlung im Darm oder auch mit Pilzen, die auch dann den löchrigen Darm mit beeinflussen würden. Ja, also sprich, nur die Löcher zu stopfen, wenn aber der Feind immer noch da ist und die nachher wieder offen macht, hilft das auch nicht. Und darum ist das so wichtig, immer zu schauen, auch beim löchrigen Darm, also einen Schritt zurück, wo kommt es her? Und nebst den schlechten Bakterien, die ich gerade aufgezählt habe, die man finden muss, dann sind noch zwei andere Sachen wichtig, vor allem die Medikamente. Also wenn jemand eine Antibiotikakur hatte oder so oder viel Schmerzmittel nimmt oder nehmen musste oder auch Magenschoner, kommt es auch sehr oft zum löchrigen Darm. Und Stress als Entstehung vom löchrigen Darm ist natürlich klar. Perfekt, vielen Dank für die Frage. Jetzt sehe ich noch eine Frage. Und zwar die Frage nach dem Stuhltest, ob das die Grundversicherung zahlt. Leider nein, weil die Grundversicherung macht das, was die Ärzte machen. Und die testen eigentlich im Stuhl leider nur, gibt es eine Entzündung der Darmschleimhaut und gibt es Blut im Stuhl. Also das ist so das mehr so Richtung Darmkrebsrisiko. Ja, aber die Schulmedizin macht jetzt nicht die komplementärmedizinischen Stuhltests, wie wir sie in Auftrag geben. Und das ist dann meistens eine Privatleistung, aber eine sehr sinnvolle. Es gibt da so ein paar Zusatzversicherungen, die ein bisschen Zuschüsse geben, aber die meisten sagen, es ist nicht ein Teil der Schulmedizin, also machen wir das. Auch wenn man eine Komplementär- oder so Alternativversicherung hat, das versuchen die natürlich ziemlich zu blocken. Genau. Voilà. Perfekt. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Teilnahme, Interesse und die Fragen. Und wie gesagt, würde mich freuen, wenn Sie sagen, ja, haben Interesse, kommen Sie mal vorbei in Freienbach. Wir haben wieder offiziell geöffnet ab nächsten Montag oder wir machen das Ganze auch virtuell, auch auf meinem Online-Termin-Tool, was Sie auf der Homepage finden, auch die Möglichkeit zu einer Videokonsultation. Das kann man ja auch ganz gut machen, weil bei der Videokonsultation kann ich Sie dann auch sehen. Jetzt konnte ich Sie ja nicht sehen, weil Sie auch zu zahlreich sind bei diesem Webinar. Aber beim Videosprechstunde sieht man sich. Perfekt. Dann bleiben Sie gesund und munter. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Und Moment, ich sehe noch eine Frage, ploppte gerade auf. Genau, vielen Dank. Ja, und wie gesagt, Deutschland, mein Heimatland, wie man vielleicht hört. Ich finde dann auch das Schöne, dass wir im ganzen deutschsprachigen Raum auch in Kontakt bleiben können. Und auch da steht natürlich die Videosprechstunde für Sie zur Verfügung. Jetzt sehe ich da noch was eingeblendet? Noch im Chat. Perfekt, vielen Dank für Ihre Feedbacks, sehr lieb von Ihnen und wie gesagt, freue mich, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, wünsche Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und munter und bis auf ein nächstes Mal. Ade miteinander.